steht eine Alien-Invasion kurz bevor? Fragezeichen. Diese Weltregierung soll angeblich vom Antichristen oder bei den Moslems der Dajjal genannt geleitet werden. Vor allen Dingen, wie diese ganzen Mainstream-Medien das so krass pushen und darüber berichten, ist doch auch schon wieder auffällig, oder nicht? The number of reported UFO sightings has gone up in recent years. 400 additional sightings of unexplained UFO encounters. Man soll angeblich eine Fake-Alien-Invasion planen, um den Menschen sozusagen zu zeigen, dass wir als menschliche Rasse gegen die Aliens zusammenhalten müssen. Project Bluebeam ist eine Theorie, die behauptet, dass die NASA und die Regierung der Welt eine geheime Technologie entwickelt haben, um eine gefakte Alien-Invasion zu inszenieren. Damit die Leute diese akzeptieren, muss man zuerst ihre Religion widerlegen. Viele Teile der westlichen Welt sind eh schon gottlos geworden. Also ist gar nicht so schwer, jetzt irgendwas Neues zu etablieren, weil die meisten ja leider sowieso schon nicht mehr wirklich an was Göttliches glauben. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz, ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar gehen wir in eine neue Flex-Doku rein an der Stelle. Und zwar heißt dieses Video, heute steht eine Alien-Invasion kurz bevor? Fragezeichen. Flex-Doku, guter Mann, feiere ich auf jeden Fall. Letztens haben wir uns auch ein bisschen geschrieben auf Instagram, uns Liebe hin und her geschickt. Bester Mann, Bro. Mach genauso weiter. Ich bin gespannt, was heute hier erzählt wird. Let's go. Yo, Leute. Hoffe, alles okay bei euch. Alles nice, Bro. Ich hoffe, bei dir auch. Die Geschichte heute ist ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber trotzdem sehr interessant. Eine der interessantesten Geschichten, die im Internet rumgehen. Und zwar eine Fake-Alien-Invasion, die angeblich in Zukunft passieren soll. Wir schauen uns die steigenden UFO-Berichte an, die in letzter Zeit entstehen. Und einen Bericht, in dem das Pentagon vor kurzem bekannt gegeben hat, dass sie glauben, dass ein Alien-Mutterschiff in unserem Sonnensystem ist. Hauptsächlich gehen wir auf ein Projekt namens Bluebeam ein und die Behauptung, dass es ein geheimes Regierungsprogramm gibt, in dem man durch Hologramme eine falsche Erscheinung von außerirdischen oder religiöser Natur in den Himmel projizieren will, um eine Weltregierung herbeizuführen. Diese Weltregierung soll angeblich vom Antichristen oder bei den Moslems der Dajjal genannt geleitet werden. Auch gehen wir auf einen Raketenwissenschaftler namens Jack Parsons ein, der behauptet, dass er den Antichristen getroffen hat. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. It may sound strange. Schwör ich dir, der eine hat es gerade auch im Chat reingeschrieben, diese UFO-Geschichten sollen uns auch nur davon ablenken, von real shit so. Ja, denke ich auch. Ich glaube auch, dass es als Ablenkungsmechanismus genutzt wird, um Leute auf irgendwas aufmerksam zu machen, damit die nicht gucken, was gerade wirklich passiert, so mehr oder weniger, weißt du? Out of a movie, but ich fühle da gar nichts bei dieser UFO-Geschichte. So. Also ich fühle da nicht, ich habe da, ich weiß ich nicht, fühle das nicht. Pentagon and a Harvard scientist have collaborated on a new draft report questioning if we're alone in the universe. Pentagon's expert warning about a possible mothership coming close to Earth. This draft report that indicates it is possible that alien ships have already visited our solar system. Vor allen Dingen, wie diese ganzen Mainstream-Medien das so krass pushen und darüber berichten, ist doch auch schon wieder auffällig, oder nicht? Possibility, humans are not the only civilization in the universe. Und vor allen Dingen, das ist auch keine neue Information. Also ich war schon länger davon überzeugt, dass wir nicht alleine hier im ganzen Universum leben. So, dass es definitiv Leben geben muss eigentlich. Irgendwo anders. Oder, Freunde, wie seht ihr das? Eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass es noch Leben im Universum gibt, außerhalb von uns. National Intelligence released a report yesterday showing the number of reported UFO sightings has gone up in recent years. A new report on UFOs includes nearly 400 additional sightings to its catalog over the last year. The government details more than 150 cases of unexplained UFO encounters in just the past year. They want us to believe in UFOs. They're preparing us for a fake. Oh shit, man, Alter. Bravo. Wie heißt der nochmal mit Vornamen? Wie heißt der nochmal mit Vornamen, Digga? Eddie Bravo, oder? Bester Mann, Digga. Ich höre dem so gerne zu, Bro. Weiß ich auch nicht warum, Digga, wenn er mit seinen Conspiracy Vibes unterwegs ist. Fühle ich auf jeden Fall, Digga. Eddie Bravo, Eden, man. Alien invasion. These plans for Project Bluebeam is to stage an elaborate worldwide faked alien invasion with UFOs. That will be seen in the sky. If we were facing an alien threat from outside this world. Machen sollte. Und zwar soll das alles angeblich gemacht werden, um die sogenannte neue Weltordnung einzuleiten. Die neue Weltordnung ist ein Begriff, der oft verwendet wird, um eine Weltregierung unter einer Religion, einer Flagge und einem Herrscher zu beschreiben. Mexico, no? I think so. Der Begriff wurde erstmals in den späten 80er Jahren und frühen 1990er Jahren verwendet. Insbesondere nach dem Ende des Kalten Kriegs und dem Zusammenbruch der Sowjetunion. In dem Video über Vorhersagen hatten wir das schon mal besprochen, und zwar soll diese neue Weltordnung keine neue Weltordnung sein,
Sowas soll es schon mal in alten Zivilisationen gegeben haben, wo alle Menschen unter einem Herrscher zusammengekommen sind. Im Grunde wird diese neue Weltordnung als eine Verschwörung elitärer Gruppen gesehen, die versuchen, eine Weltregierung herbeizuführen. Auf jeden Fall werden bestimmt nicht alle Nationen freiwillig ihre Souveränität aufgeben. Und dafür soll man sich auch schon etwas überlegt haben. Man soll angeblich eine Fake-Alien-Invasion planen, um den Menschen sozusagen zu zeigen, dass wir als menschliche Rasse gegen die Aliens zusammenhalten müssen und deshalb eine Weltregierung herbeiführen müssen. Ronald Reagan hat am 26. September 1988 eine Rede vor der UN gehalten, wo er ein paar sehr interessante Sachen gesagt hat. Vor allen Dingen, dass sie davon ausgehen, dass die dann gegen uns kämpfen, so dass wir zusammenhalten müssen, damit wir gegen die kämpfen und so immer, das ist auch so eine Sache. Weißt du, weiß man doch noch gar nicht. Warum sollten die überhaupt gegen uns kämpfen? The antagonisms of the moment. We often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. Digga, das ist hart. Wie der das ankündigt so. Vielleicht brauchen wir irgendwas von außen, was uns alle gerade irgendwie Threat, was heißt Threat nochmal auf Deutsch? Gefahr, ne? Eine Gefahr von außen, die uns alle zusammenbringt. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Er sagte, wie schnell unsere Unterschiede auch verschwinden. Guck mal, sein Schmunzeln dabei, Bro. What the fuck? From outside this world. Er sagte, wie schnell unsere Unterschiede auch verschwinden würden, würden wir einer außerirdischen Bedrohung entgegenstehen. Hier kommt eine Theorie ins Spiel, die schon seit Jahren im Internet rumgeht. Und zwar ein angebliches Militärprogramm, das sich Project Bluebeam nennt. Project Bluebeam ist eine Theorie, die behauptet, dass die NASA und die Regierungen der Welt eine geheime Technologie entwickelt haben, um eine gefakte Alien-Invasion zu inszenieren. Angeblich soll es eine Technologie geben, die in der Lage ist, holographische Bilder und Töne in den Himmel zu projizieren, um eine inszenierte Erscheinung von Aliens oder von religiöser Natur über den Himmel zu projizieren. Die Geschichte geht schon sehr lange rum, aber erstmals wurde sie 1994, habe ich auch schon von gehört, Bluebeam, detailliert vom kanadischen Journalisten Sergei Monas zusammengefasst. Die Theorie la NASA besagt, dass das Projekt in mehreren Schritten ablaufen wird. Zunächst soll es auf der ganzen Welt mehrere Erdbeben geben, die verschollene Artefakte freilegen und viele Religionen widerlegen sollen. Das soll aber ebenfalls nur inszeniert sein. Denn mit dieser Alien-Invasion soll auch eine neue Weltreligion kommen. Damit die Leute diese akzeptieren, muss man zuerst ihre Religion widerlegen. Auch will man religiöse Erscheinungen in den Himmel projizieren, die Leute dann sozusagen überzeugen, die neue Religion anzunehmen. Viele Teile der westlichen Welt sind eh schon gottlos geworden. Also ist gar nicht so schwer, jetzt irgendwas Neues zu etablieren, weil die meisten ja leider sowieso schon nicht mehr wirklich an was Göttliches glauben. Dann soll letztendlich diese Fake-Alien-Invasion passieren. Die Technologie beinhaltet angeblich die Verwendung von Satelliten, die ein Bild auf den Himmel projizieren können. Der Himmel wird sozusagen zu einer 3D-Leinwand. Und ratet mal, wer diese Weltregierung leiten soll. Leute, ich erzähle euch nur, was behauptet wird. Letztendlich soll der Antichrist oder bei den Moslems der Dajjal genannt, diese Weltregierung leiten. Gleich gehen wir darauf ein, was der Antichrist überhaupt mit diesen ganzen UFOs und der Raumfahrt zu tun hat. John Lear, ein ehemaliger CIA-Pilot und Sohn des Erfinders des berühmten Learjets, hat mal sehr interessante Dinge über diese Hologrammtechnik erzählt. Es ist nicht wie die Technologie, die schon auf dem Markt ist, sondern 100% realistisch. Er sagt, es ist sogar möglich, Hologramme zu projizieren, die eine Wärme abstrahlen und die man anfassen kann. Und das soll schon seit den 90er Jahren möglich sein. Crazy. Holograms of that size. Hear that? And therein lies the problem, because people are, when you say hologram, they're thinking of a Walt Disney little pixie dancing around in a little darkness area. That's all they know about holograms. They don't know that 20 years ago, we could project a hologram with heat, noise, light, speed, anything we wanted, anywhere. Laut einigen Theorien. Soll man auch schon. Ich bin sowieso auch davon überzeugt, dass Technologien teilweise schon viel früher am Start sind, bevor wir sie als Fußvolk präsentiert bekommen, weißt du? Tests dafür durchgeführt haben. Einmal in China, als eine Stadt im Himmel aufgetaucht ist und wo man letztendlich behauptet hat, dass eine Fata Morgana ist. Oder im Jahr 1938, wo es schon mal eine Panik wegen einer gefakten Alien-Invasion gegeben hat. Am 31.10.1938 wachte Orson Welles auf und stellte fest, dass er der meistdiskutierte Mann in Amerika war. Am Abend zuvor hatte Welles in seiner Radiosendung ein Stück von H.G. Wells' Krieg der Welten abgespielt. Er hat mit seiner Radiosendung eine landesweite Panik ausgelöst. Angeblich soll es aus Versehen gewesen sein, aber viele behaupten, dass es bewusst gemacht wurde.
Er berichtete in seiner Radiosendung von Aliens, die gelandet sind und nun die Erde übernehmen wollen. Was die Leute nicht wussten, dass das alles nur ein Hörbuch war. Es ging so weit. Digga, da merkst du, wie leicht die Menschen beeinflussbar sind, ne? Da musst du einfach so ein Ding streuen, Alter, und 80-90% der Welt haben einfach Angst, sind in Angstzuständen, genauso wie bei Corona. So, dann machst du Angst und wenn die alle Angst haben, dann kannst du alle so kontrollieren, wie du möchtest. Bleibt zu Hause, sperrt euch ein, besucht eure Großeltern nicht mehr, Kinder das, dies, das, bla bla bla, die machen alles mit, das ist so heftig. Als Männer zu ihren Frauen nach Hause gekommen sind und die ein Gefäß mit Gift vorbereitet hatten, um sich das Leben zu nehmen, bevor es die Aliens machen. Dieser Vorfall soll den Behörden nochmal verdeutlicht haben, dass man so eine Fake-Alien-Invasion nicht einfach so von einem auf den anderen Tag hinkriegen könnte. Deshalb soll man angeblich damit angefangen haben, Leute mit Predictive Programming und unterschwelligen Botschaften darauf vorzubereiten. Das Thema Predictive Programming ist schon im vorletzten Video vorgekommen, aber kurz mal erklärt. Predictive Programming soll eine Art von Manipulation sein, die genutzt wird, um die Meinung der Massen zu formen. Behauptet wird, dass durch das ständige Betrachten bestimmter Bilderszenarien oder Ereignisse in Filmen und Fernsehsendungen die Menschen eine Art mentale Programmierung durchlaufen, die ihr Verhalten und ihre Einstellung zu den jeweiligen Themen beeinflussen kann. Durch unterschwellige Botschaften will man Leute zum Beispiel auf bestimmte Dinge desensibilisieren. Zum Beispiel soll die Area 51 so ein Fall von Predictive Programming und Manipulation sein. Man soll das Gerücht von einem UFO-Absturz gestreut haben, um das Gerücht zum Leben zu erwecken. Leute, wer das satanische Vorhersagen-Video angeschaut hat, wird sich noch an die Türme erinnern. Und dass bevor das Ereignis passiert ist, viele angebliche Vorhersagen getroffen wurden. Nun soll vielen Leuten im Internet ein Muster aufgefallen sein, das eine Vorhersage zeigt, die noch nicht eingetroffen ist. Und zwar eine Alien-Invasion. Angeblich soll man die Leute schon seit Jahrzehnten auf diese Fake-Alien-Invasion vorbereiten. Indem man immer wieder sowas wie Propagandafilme... Digga, stell dir mal vor, es ist wirklich so ein heftiger Plan da hinten dran, so dass Leute einen die ganze Zeit mit diesen ganzen Filmen, Digga, die Man in Black und so einen Scheiß darauf vorbereitet haben, dass dann irgendwann so eine Fake-Alien-Invasion kommt, Bro. Das ist schon hardcore, Digga. Das ist halt Conspiracy über Jahre, über Jahrzehnte. Aliens macht. Aber nicht nur in Filmen ist dieses Muster zu sehen. Wenn wir uns mal offizielle Newsberichte anschauen, sehen wir, dass in der letzten Zeit immer öfter Berichte von UFO-Sichtungen gibt. Das sind Facts. Erst vor kurzem hat das Pentagon einen Bericht veröffentlicht, wo sie andeuten, dass sie den Verdacht haben, dass ein Alien-Mutterschiff in unserem Sonnensystem ist und UFOs zur Erde sendet, um die Erde zu analysieren. Loeb teamed up with the Pentagon office that investigates unidentified aerial phenomenon and they released this draft report that indicates it is possible that alien ships have already visited our solar system. Loeb says Oumuamua didn't have the characteristics you'd find in meteors or other known objects. We consider a possibility where an object as big as Oumuamua, which was football field size, is a mothership. He says the mothership could have released smaller ships or probes to study our solar system. Schauen wir uns mal ein vor kurzem. Bei Bild gibt's auch eine Serie drüber. Ja, ich schwör dir, hab ich gesehen, Bro. Also wo das online gekommen ist, habe ich das Video gesehen und dann dachte ich mir schon so, jetzt auf einmal fängt die Bild schon an, über Aliens Dinge zu machen. Denke ich mir so, come on, Digga. Einen Post von Chris Brown an und was der über diese Alien-Sachen denkt. Vor kurzem gab es ja, wie vorhin schon besprochen, die Nachricht, dass... Chris Brown hat, glaube ich, auch ein bisschen was rausgehauen in letzter Zeit, ne? ...Pentagon den Verdacht hat, dass ein Alien-Mutterschiff in unserem Sonnensystem ist. Er repostet einen Beitrag, in dem das berichtet wird und schreibt dazu, Leute, ehrlich gesagt, das ist keine Offenlegung, es ist eine Agenda. Lasst euch nicht austricksen. Hier kommen wir auch zu der zweiten Geschichte, warum... Der hat auch irgendwas über Vaccines oder so, über Corona gepostet gehabt, Digga. Crazy. ...Geschichte in den News immer mehr und mehr werden. Natürlich braucht man Geld, um so ein Projekt wie Bluebeam zu finanzieren. Dafür soll es angeblich Black Budgets geben. Dr. Carol Rosen, ehemalige Pressesprecherin von Wernher von Braun, dem Raketenwissenschaftler, hat mal ebenfalls etwas sehr Interessantes über diese Fake Aliens und Black Budgets gesagt. Und zwar, dass Wernher von Braun die letzten Jahre vor seinem Tod immer wieder Vorträge gehalten hat, indem er den Leuten mitgeteilt hat, dass diese Alien-Bedrohung gefaked ist. Sie erklärt, dass die Vereinigten Staaten immer wieder Sachen erfinden, um Projekte zu finanzieren. Zuerst waren es die Russen, dann Terroristen, dann Schurkenstaaten, Asteroiden und letztendlich gegen Aliens. Gleich gehen wir auf ein paar sehr interessante Sachen ein, die auf dem Grabstein von Wernher von Braun zu finden sind. There are many enemies, he said, against whom we're going to build this space-based weapon system. The first of whom was the Russians, which was existing at that time. Then there would be terrorists, then there would be third world countries, now we call them rogue nations or nations of concern. Then there would be asteroids. And then he would repeat to me over and over,
And the last card would be the extraterrestrial threat. And now we hear on the news just today, this week, that they've slid in another enemy. Only this time we're going to protect our satellites. In other words, we have to have some reason to spend these trillions, to waste these dollars on a space-based... Ich will nicht sagen, dass es stimmt, aber macht Sinn irgendwo. ...weapon system, and they're all lies. Carol Rosen hat in einem Video gesagt, dass die Bedrohung von außerhalb 100% gefährlich ist, aber hat dann wieder von Aliens geredet und davon gesprochen, dass die Regierung weiß, was diese Flugobjekte sind und wer sie steuert. Leute, über so Geschichten gibt es immer zwei und drei Versionen. Zum Beispiel wird einmal behauptet, dass die UFO-Sichtungen alle Hologramme sind. Oft machen UFOs Wendungen, die nicht möglich wären, wenn man sie logisch betrachten würde. Zum Beispiel fliegen sie... Okay, sind aber auch UFOs, bro. We don't know what type of technology they got, you know? ...Geschwindigkeit von 2000 km/h und machen von einer auf die andere Sekunde eine 90-Grad-Kurve. Wären Personen an Bord, würden sie diese Manöver nicht überleben. In einer anderen... Bruder, auf UFOs sind doch keine Personen, Digga, das sind Aliens. ...und wird behauptet, dass manche echt sind und wieder andere Hologramme sind. Und die echten wurden natürlich nicht von Aliens gebaut, sondern von Menschen. Zum Beispiel hat Nikola Tesla an so Flugscheiben gearbeitet. Aber Aliens spielen in dem Ganzen auch eine Rolle. Nur sollen diese Aliens keine Aliens sein, sondern Dämonen, Djinns oder Geister. Und zwar soll man durch Rituale mit Dämonen in Kontakt getreten sein, die dieses Wissen dann weitergereicht haben. Bestimmt fragen sich einige von einer euch... Einer sagt, die sind unter uns. Bro, vielleicht sind wir Aliens. Schon mal darüber nachgedacht? Vielleicht sind wir gar nicht von hier, Dicker. Na? Vielleicht sind Aliens hierher gekommen. Und haben sich mit Menschen gepaart, Decker. Oder vielleicht sind wir komplette Aliens und kommen gar nicht von hier. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur Manuel Neuer, Bruder. We don't know. Wie man darauf kommt, dass Aliens Dämonen sind. Das Thema hatten wir schon mal in einem anderen Video besprochen, aber nochmal kurz erklärt. Aleister Crowley war ein Okkultist, Philosoph, zeremonieller Magier und Schriftsteller. Er sah sich selber als den Propheten, der damit betraut war, die Menschen in ein neues Zeitalter zu bringen. Und zwar das satanische Zeitalter. Er schrieb mehrere Bücher und behauptet, dass er bei vielen von Dämonen Hilfe gekriegt hat. Bei einem Ritual konnte er diesen Dämon sehen und hat ihn gezeichnet. Er nennt ihn Lamb. Viele Leute sehen Ähnlichkeiten mit den Aliens, die wir aus Filmen und angeblichen Aufnahmen von Aliens kennen. Der Dämon hat ihm außer Eingebung für Bücher Aleister Crowley Maniac gesagt. Heute nennen sie uns Engel und Dämonen. Morgen werden sie uns anders nennen. Vorhin hatten wir ja gesagt, dass der Antichrist diese Weltregierung leiten soll. Dazu gibt es auch eine sehr interessante Geschichte. Und zwar von Jack Parsons. Jack Parsons war nach Werner von Braun der einflussreichste Mann in der Raumfahrt. Er hat den Okkultismus offen ausgelebt und hat kein großes Geheimnis daraus gemacht. Er war zum Beispiel Anhänger in einem Geheimorden von Aleister Crowley. Jack Parsons ist mit dem Caltech verbunden und einer der Hauptgründer sowohl des Jet Propulsion Laboratory als auch der Aerojet Engineering Corporation. Er fand das erste Raketentriebwerk, das einen gießbaren zusammengesetzten Raketentreibstoff verwendete. Und leistete Pionierarbeit bei der Weiterentwicklung von Flüssigbrenn. Ich muss ein bisschen schneller machen, Freunde. Ich muss gleich los. Ich mach ein bisschen schneller. Von Festbrennstoffraketen. Leute, wie gesagt, ich erzähle euch nur das, was behauptet wird. Und diese Information kann jeder für sich selber nachschauen. Jack Parsons hatte einen Eintrag in seinem veröffentlichten Tagebuch, wo er behauptet hat, dass er in seinem Traum einen Mann getroffen hat, dem er den Namen Belion Dajjal gegeben hat. Dajjal wird der Antichrist bei den Moslems genannt. Auf jeden Fall behauptet er, dass der Antichrist ihm gesagt hat, dass er ihm bei seinen Plänen behilflich sein wird und ihn letztendlich besessen hat und durch ihn gearbeitet hat. Und wie wir besprochen haben, war Jack Parsons in der Raumfahrt tätig. Das erklärt auch ein bisschen die Behauptung, warum der Antichrist in dieser Theorie eine Rolle spielt. Er hatte auch enge Verbindungen zu der NASA. Aber da er so offen ein Teufelsanbeter war, der offen schwarze Magie praktiziert hat, wollte die NASA nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden und hat ihn deshalb aus der Geschichte der NASA rausgestrichen. Ist sowieso krank, finde ich, dass auch in Amerika das beziehungsweise eigentlich überall auf der Welt, glaube ich, ne, das als Religion anerkannt wurde, dieses Teufelsanbeten, dieses Satanismus-Thema so. Das war ja sogar in den Mainstream-Medien, haben die dann diesen Führer von der satanischen Kirche da eingeladen und der durfte dann da reden und so ein Scheiß, Bro. Also das, da bin ich raus. Die NASA spielt generell eine Hauptrolle in dieser Theorie, denn der Journalist aus den 90ern hat behauptet, dass die NASA dieses Ereignis herbeiführen wird. Leute, bestimmt gibt es auch eine offizielle Version, was die Symbole auf dem NASA-Logo bedeuten sollen. Aber im Internet wird zum Beispiel behauptet, dass die zwei Streifen, die man auf dem NASA-Logo sieht, die gespaltene Zunge einer Schlange ist. Und sozusagen symbolisieren soll, dass die Schlange, also der Teufel, die Schlange vom Garten von Eden, das Universum regiert. Okay, now this guy, who was at Cal Poly Tech, right? This guy, Jack Parsons, was openly a devil worshipper. He developed the fuel that enabled us to penetrate the stratosphere. Satellites could not have come about without this guy. In his diary that he himself wrote, he had a dream. This is 1948. He had a dream
where he saw somebody that he calls Belial Dajjal. And he tells him, you are helping me. Okay, I'm not making this up. You think I'm making this up? Wallahi, I'm Leute, beten. Fangt an zu beten. You go look it up yourself. Gehen wir letztendlich darauf ein, was auf dem Grab von Werner von Braun eingraviert ist. Vorhin hat ja Dr. Carol Rosin gesagt, dass Werner von Braun ihr immer wieder gesagt hat, dass die Alien-Sache fake ist. Anscheinend wollte er der Menschheit vor seinem Tod noch etwas mitteilen und hat etwas auf seinem Grab eingravieren lassen. Und zwar dem Psalmvers 19,1. Leute, ich erzähle euch nur, was jeder für sich selber nachschauen kann. Das hat er dieses Mal in dem Video sehr oft gesagt. Leute, ich erzähle euch nur, was so recherchiert wurde. Ne? Bitte packt mich nicht in diese Schublade rein. Im Vers steht folgendes. Der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Es ist die Rede von einem Firmament, das ja Teil einer bestimmten Theorie ist, auf die wir heute nicht eingehen wollen. Die Frage ist hier, warum redet ein Raketenwissenschaftler, der an allen Mondlandungen beteiligt war und von dem behauptet wird, dass er Mitgründer der NASA war, von einem Firmament? They want us to believe in UFOs. They're preparing us for a fake alien invasion. That's always been the plan. Eddie Edelman's my man. A one world government. The only way to do it is to get us to embrace it. And the only way to embrace it is from an alien attack. Ronald Reagan talked about it many times at the UN, CFR. He talked about it. Ich feiere ihn halt, weil er einfach sagt, er redet einfach. The space is fake. Er redet das, was er denkt, ohne Rücksicht auf Verluste. Sowas fühle ich immer. No. When people ask me, why would they fake space? It's always been about a fake alien attack. You can't have a fake alien attack. I've never heard a politician never talk about a fake alien attack without space. Hören wir uns zum Schluss noch ein paar Worte von Dr. Hans-Jürgen Böcker zum Thema Weltregierung an. Er ist sich genau wie der Rest sicher, dass etwas Gewaltiges passieren muss, um diese Weltregierung herbeizuführen. Auch sagt er ein paar sehr interessante Dinge über die Türme. Die Union brauchen. Ist das der nächste Schritt für Europa in Richtung Weltregierung? Ja, das ist der nächste erwünschte Schritt der Eliten und so weiter. Ich glaube nicht, dass es geht. Das wird nur gehen durch die letzte Trumpfkarte, die sie noch nicht ausgespielt haben. Sie müssen einen neuen 11. September erzeugen, künstlich natürlich. Und zwar nicht so ein Push-Job wie das letzte Mal, wo jedes Schulkind sofort lacht und erkennt, was das ist. Sie haben ja die ganzen Überreste der Türme mitsamt dem Erdreich auf 180 Schiffe verladen und nach China geschafft. Unterwegs den Dreck ins Meer gekippt und der Stahl wurde in China eingeschmolzen, damit man die Sprengspuren nicht mehr nachweisen kann. Zum Beispiel. Aber das sind kleine billige Dinge. Diesmal käme was Saftiges, was Richtiges. Was denkt ihr zu diesen ganzen Themen? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, abonniere und aktiviere die Glocke. Danke im Voraus. Stark. Gutes Video auf jeden Fall. Crazy. Also ich bin auch davon überzeugt, auf jeden Fall, dass eventuell das Thema genutzt wird, um uns von irgendwas abzulenken. Aber diese Theorie, dass das dann genutzt wird, um diese Weltregierung endlich einzuführen, könnte natürlich auch was dran sein. Man weiß es nicht ganz genau. Wir bleiben weiterhin gespannt. Nichtsdestotrotz bleiben wir positiv, wir bleiben liebend, wir meditieren, wir beten, wir glauben an Gott, wir glauben an das Gute und wir geben die Hoffnung niemals auf, meine lieben Freunde. Ja? Niemals, nie, nie, nie. Niemals, nie, 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 nie. Ja, wir lassen uns nicht unterkriegen und wir lassen uns davon auch nicht ablenken oder so ein Shit. Wir bleiben da. Ja, wir bleiben bewusst. Wir bleiben liebend. Und yeah, so ist das, Digga. Mit diesen Worten würde ich mich auch heute verabschieden von dem Stream. Ich küsse euer Herz, meine lieben Freunde. Be unique. Dabei war alles, weil dabei war alles, weil wir waren ja schon dabei. Danke für den ganzen Support, Freunde, heute auch wieder. Danke für die Subs, danke für die Bits, danke für die Herzen, danke für die Liebe. Haut einmal noch Herzen in den Chat rein, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Ich gucke, dass ich morgen wieder ein bisschen früher online komme, weil ich jetzt weiß, dass wir 7 Stunden voneinander entfernt sind quasi. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich noch eine Stunde früher irgendwie alles organisiere. Aber ich werde es für euch hinbekommen. Ich versuche euch so oft wie möglich hier Content zu liefern, euch mitzunehmen auf eine Reise, ja, auf eine positive, liebende Reise. Bleibt so, wie ihr seid, meine lieben Freunde. Be unique. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir waren ja schon dabei heute. Peace out. Skrrr.